Hallo meine Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt auf meinem Kanal Melanie Bauer zum Video über die Energien des Vollmondes im Zeichen Zwillinge am 12.12.2019 um 6.12 Uhr in der Früh. Ja, wieder mal eine Uhrzeit, die mit dem Datum in Resonanz ist von den Zahlen her. Ich finde das immer wieder ganz, ganz interessant. Es ist mir dieses Jahr oft aufgefallen, dass die Zahlen vom Datum und von der Uhrzeit bei den Monden gerne mal ähnlich sind oder sogar gleich sind oder sich wiederholen. Das ist vielleicht was, was für Numerologen auch interessant ist. Ja, aber Numerologie ist auch wieder ein ganz eigenes Thema. Jetzt könnten wir uns natürlich die 12.3 ansehen in dieser Hinsicht und natürlich auch noch die Quersumme vom Tag. Ja, wer weiß, vielleicht lasse ich das nachher, wenn wir ins Horoskop schauen, mal mit einfließen. Ja, jetzt erstmal ganz allgemein zu den Energien, die wir jetzt gerade haben. Ja, jedes Jahr, also für mich ist jedes Jahr die Vorweihnachtszeit immer ein bisschen anders, stelle ich fest. Es gibt Jahre, da stürze ich mich total rein, da habe ich da total Spaß dran, da mache ich das mega gerne. Und dann hat es auch schon Jahre gegeben, da hat mich das überhaupt nicht berührt. Da habe ich die gesamte Vorweihnachtszeit quasi fast ausfallen lassen. So unterschiedlich kann das sein. Aber irgendwie hat jedes Jahr für sich doch immer, ja, ich will nicht sagen, eine Leere gehabt. Das klingt immer, als würde man irgendwie, finde ich, von Tribunal geführt oder so. So, dir werde ich jetzt eine Leere erteilen, sondern eher, man könnte sagen, es hat mir immer wieder etwas anderes gezeigt. Ja, und in diesem Jahr fällt mir ganz besonders auf, dass mir persönlich diese Zeit zeigen möchte, wie gut es mir geht, dass ich lerne zu sehen, dass es mir gut geht. Denn das ist eine reine Frage des Fokus. Und da kommen wir jetzt wieder ganz stark in die Schütze-Energien, die wir ja heute haben. Über die Geschichte mit dem Fokus kann man so viel philosophieren, ja, und in letzter Zeit stelle ich fest, dass das bei mir immer wieder aufplöppt und das passt sehr schön in diese Vollmondzeit. Wir haben Vollmond im Zeichen Zwillinge und Zwillinge steht für die zwei Seiten, ja, also alles hat zwei Seiten, es ist so diese Energie zwei oder dual, könnte man auch sagen, ja, also es hat die eine Seite und es hat auch die andere Seite. Und das gilt wirklich für alles in dieser Welt. Wir haben eine zwillingehafte Welt, in der wir hier sind. Und so kann man alles von zwei Seiten betrachten. Und was mir aufgefallen ist, gerade in den Zeiten, in denen ich dachte, dass es mir besonders schlecht geht, waren ganz, ganz oft Zeiten, wo ich mir dann Jahre später gedacht habe, das waren eigentlich richtig gute Zeiten. Und das waren dieselben Zeiten, wie als ich damals dachte, oh, mir geht's so schlecht. Ja? Nur mit ein bisschen Abstand betrachtet. Und das ist das Interessante. Man kann die Dinge so unterschiedlich betrachten, aber es bleibt immer dasselbe Ding. Und mit jeder unterschiedlichen Betrachtungsweise ändert sich das Gefühl. Und ich habe für mich festgestellt, mir bewusst zu machen, dass es mir gerade richtig gut geht. Also nicht es mir einzureden, um irgendwas zu deckeln. Das jetzt nicht, sondern das Gute bewusst machen, das auch da ist, jetzt gerade neben all den anderen Dingen, und dem Fokus zu geben, dass das Licht des Augenblickes sehr, sehr stark positiv beeinflusst. Ja, aber
bevor ich mich hier noch stundenlang wohin auch immer rede, würde ich sagen, wechseln wir einfach mal direkt zum Horoskop. Ja, meine Lieben, und hier ist jetzt das Horoskop für den Vollmond am 12.12.2019 um 6.12 Uhr. Was ich daran interessant finde, ist, dass die 6 ist ja auch eine halbe 12. Also wenn wir jetzt mal wirklich so eine Grundlage Mathematik uns hier angucken und die 2019 ist in der Quersumme auch eine 12. Was für ein wahnsinnig spannender Tag, numerologisch betrachtet. Ja? 12, 12, 12, 6, 12. Huch! Und was mir jetzt, also jenseits von Numerologie, zur 12 als erstes einfällt, ist, dass sie eine Zahl ist, die auch sehr stark mit Atlantis in Verbindung gebracht wird. Also ganz viele, die da recherchieren, werden Quellen finden, in denen die 12 als atlantische Zahl ganz stark in Erscheinung tritt. Es ist ja auch eine Zahl, die bis heute gewisse Staffelungen prägt. Ja, also zum Beispiel die Einteilung des Tages oder die Einteilung des Jahres. Ja, also der Tag in 12-Stunden-Takt, das Jahr in 12-Monats-Takt. Ja, das ist eine Zahl, der bedient man sich in Tabellenform immer wieder gern. Und das geht zurück bis ins alte Atlantis, in der die 12 auch als Einteilungseinheit gerne genutzt wurde. Und ganz besonders kraftvoll war die 12 mal 12, 144. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ich habe das so in Erinnerung. Sollte 12 mal 12 jetzt nicht 144 ergeben, dann sorry, dann nehmt es mir nicht übel, aber irgendwie die 144, da steckt auch die 12 drin, soweit ich mich erinnern kann, weil ich spreche jetzt nur aus meiner Erinnerung. Ja? Ihr könnt das gerne alles mal recherchieren oder nachschauen. Ich wollte eigentlich nur mal kurz am Rande sagen, da kann man ganz, ganz viel zu finden. Ja, ja ihr Lieben, und das Interessante ist, dass in dieser 12 steckt ja einmal die 1 und einmal die 2. Und zur 2 habe ich gerade was gesagt, Zeichen Zwillinge, was ja hier auch so ein, ja, so eine 2 darstellt, so ein bisschen, ne? So eine römisch 2. das Interessante ist hier auch noch wieder, dass Zwillinge das dritte Tierkreiszeichen ist, wieder Stier Zwillinge. Und die 12 ergibt ja wieder die 3. 1, 2 und 3. Also hier könnte man jetzt wirklich, glaube ich, wahnsinnig viel deuten. Ich hätte beinahe gesagt, hineininterpretieren auch, natürlich. Aber vielleicht findet ja jeder von euch da, ich sag mal, sein kleines geschnürtes Päckchen, was interessant oder spannend ist in dieser Konstellation der 12, 3, die total schön zum Zeichen Zwillinge passt. Ja, und ich sprach ja gerade davon, dass Zwillinge jetzt gerade schön in die Botschaft hineinpasst, dass man alle Dinge unterschiedlich betrachten kann. Und mir ist das gerade in letzter Zeit besonders aufgefallen, dass es mir persönlich richtig gut tut, aus Situationen die Vorteile herauszuarbeiten. Ja, was ist jetzt in der Situation gerade mein Vorteil? Es fällt mir jetzt gerade schwer, da ein konkretes Beispiel zu bringen, was schade ist. Ich hätte es mir vielleicht einmal irgendwo als Stichpunkt aufschreiben sollen, weil ich hatte das in letzter Zeit öfter. Aber das ist leider, ich sag mal, da kommt manchmal so ein bisschen meine oberflächliche Waage durch, dass mir Sachen im Alltag auffallen, die ich mir dann aber bis ins Detail nicht merke. Und das ist schade. Ja. Ja gut, aber ich kann nur sagen, das ist ein, das ist eine absolut tolle Strategie,
um Situationen, die eigentlich nicht angenehm wären, ein bisschen heller zu machen, ja. Was für einen Vorteil kann ich jetzt hier noch rausziehen? Was kann ich hier noch mitnehmen? Ja, man könnte auch sagen, wenn ich mich jetzt schon verfahren habe, ja, weil ich falsch abgebogen bin, was kann ich denn jetzt noch mitnehmen, wo ich doch schon mal hier bin? Ja, das wäre auch ein Vorteil. Ja, das ist auch die Kunst, schwierige Situationen in positive umzuwandeln. Ja, das ist Alchemie. Das ist eine gewisse Alchemie mit drin. Und Zwillinge ist ein Zeichen, das auch in die Alchemie passt, eines der Hauptthemen. Also ich bin da jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht wie aus der Pistole geschossen nennen, die Hauptfaktoren der Alchemie. Ich weiß aber, dass Quecksilber eines der großen Themen ist. Und Zwillinge ist ja dem Merkur oder Mercurius zugeordnet. Und Mercurius Quecksilber ist ja ein großes Thema in der Alchemie zum Beispiel, ne? Ja, und wir haben hier in Mitteleuropa den Skorpion-Aszendenten für diesen Vollmond und wahrscheinlich liegt es auch deswegen daran, dass ich gerade so mit dieser Energie der Gegensätze gerne forsche, denn Skorpion ist das Forscherzeichen. Das geht in die Tiefe. Also das ist das Zeichen, das von allen Zeichen am allertiefsten geht. Das hat hier diesen Bohrer am Ende und der bohrt bis, ja, so tief wie es eben geht, bis zum Endstein, ne? Genau. Ja, und Zwillinge Skorpion ist eine ganz, ganz spannende Kombination, denn es ist eine Kombination, die ein bisschen Reibung mit sich bringt. Denn Zwillinge und Skorpion sind sogenannte Schicksalspartnerzeichen. Also jedes Tierkreiszeichen, das wir haben, hat im Tierkreis zwei Schicksalspartnerzeichen. Und diese Zeichen, die haben eine ganz besondere Form von Dynamik. Also anders als alle anderen, das ist auch nicht mit etwas anderem zu vergleichen, das ist etwas ganz Eigenes. Und das könnt ihr alle mal nachschauen, wer das denn bei euch ist. Also Schicksalspartner beziehen sich hauptsächlich auf euer Sonnenzeichen, also eben auf euer Sternzeichen, wie ihr es in meinetwegen in einer Boulevardzeitschrift nachschlagen würdet, ja, also da, wo eure Sonne steht. Und davon leiten sich die Schicksalspartner ab. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Zwillinge ist von euch, ja, also im Juni geboren zum Beispiel, Ende Mai und dann im Juni, der hat als Schicksalspartner die Zeichen Skorpion und Steinbock. Und Schicksalspartner ermittelt man ganz, ganz einfach. Man schaut, welches Zeichen sich vom eigenen Sonnenzeichen auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Und die Schicksalspartner sind dann links und rechts davon angesiedelt. Ja? Also links und rechts quasi vom Nachbarn. Das sind immer die Schicksalspartnerzeichen. Oder ein anderes Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel Löwe seid, dann schaut ihr auf die gegenüberliegenden Seite, ist Wassermann und daneben liegen Steinbock und Fische. Das heißt also, die Schicksalspartner der Löwen sind Steinböcke und Fische. Ja? Und da könnt ihr alle für euer Sternzeichen mal die Schicksalspartner nachgucken, wenn ihr Lust dazu habt. Das ist ganz interessant und ganz spannend. Und dann in euer Leben mal schauen, ob ihr solche Menschen kanntet mit dieser Betonung und wie die sich angefühlt haben, was die so mitgebracht haben, wie die so waren. Denn das ist die Kombination mit dem größten Herausforderungs- und Lernpotenzial. Also eine ganz eigene Dynamik. Meine Lehrerin hat immer gesagt, an Schicksalspartnern beißt man sich die Zähnchen aus. Die sind hart wie Granit. Das kann passieren, dass man die Schicksalspartnerzeichen als eine fremdartige Energie empfindet, andererseits aber doch eine faszinierende Anziehungskraft zu ihnen verspürt, weil man spürt, dass sie etwas zu geben haben einem trotzdem. Ja? Und
ja, Schicksalspartner, kann man als Freunde haben, kann man als Eltern haben, kann man auch in der Partnerschaft haben. Richtig haarig ist es, wenn sie in einer blöden Position sind, zum Beispiel, sag mal, als Lehrer in der Schule oder als Vorgesetzter auf Arbeit oder so. Ja, da ist das, oder vielleicht als Schwiegermutter. Da spürt man dann so die Kernigkeit der Schicksalspartner. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen besten Freund hat, der Schicksalspartner ist, dann kann es sein, dass das eine richtig, richtig tolle Freundschaft ist, weil die einen auch an die Grenzen führen, weil man da auch weiterkommt an denen. Ja, die fordern einen ein bisschen heraus. Die bauen einem nicht so ein Ego-Vermeidungsnest, sondern die spiegeln viele Themen. Und das kann auch positiv sein. In der Partnerschaft ist es ein zweischneidiges Schwert. Da haben wir wieder Zwillinge, zweischneidiges Schwert. ja, da kann man natürlich auch sehr weit mitkommen mit einem Schicksalspartner als Lebenspartner. Aber das kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Ja, und jetzt spinnt hier wieder was in meinem Computer. Schon weg. ja, und also ich war auch viele Jahre mit meinem Schicksalspartnerzeichen in der Partnerschaft. Und es ist eine magische Anziehung da. Aber wie gesagt, es kann auch wirklich wahnsinnig anstrengend sein. Und meine Astrologielehrerin hat damals immer gesagt, ja, man kann von einem Liebespartner, Schicksalspartner sehr viel lernen. Aber irgendwann hat man auch genug gelernt. Ja. So, das war dann auch, ja, das habe ich mir dann irgendwann auch gedacht. Ja, und das habe ich jetzt auch fürs Erste nicht mehr vor. Aber schaut da mal, wo ihr das habt. Vielleicht haben das auch eure Kinder, ja, euer Schicksalspartnerzeichen, also das Gegenüberliegende und dann links und rechts davon. Ja, aber ich glaube, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber ich lasse ja immer gerne fließen. Wie gesagt, Zwillinge, betrachtet die Dinge von der anderen Seite. Auch die Schicksalspartner, wenn sie anstrengend sind, was können sie euch lehren? Ja? Ja, und was noch ganz besonders wichtig ist am Firmament im Augenblick, ist, dass der Jupiter jetzt ins Zeichen Steinbock gewechselt hat. Das bedeutet für alle Steinböcke und auch für die Zeichen, die günstig zum Steinbock stehen, also quasi alle Erd- und Wasserzeichen. Ja, das sind die Fische, die Stiere, Krebs bis zum gewissen Teil, da haben wir allerdings dann die Opposition, Jungfrau und Skorpion. Für die ist alle jetzt eine interessante Zeit, ganz besonders aber für die Steinböcke. Die sind im Hauptfokus. Die haben jetzt ihr sogenanntes Schicksalsjahr. Und das bedeutet, dass jetzt Chancen ins Leben kommen. In der klassischen Astrologie sieht man Jupiter immer ganz gerne so als den Gönner, der kommt und mal eben Geschenke verteilt. Das ist allerdings für mich persönlich, so wie ich den empfinde, ein Trugschluss, ja, und führt, wenn man das immer weiter verfolgt, zu irgendwann zu einer sogenannten Jupiter-Enttäuschung. Und ich habe in meinen Forschungen festgestellt, wir alle erleiden in unserem Leben irgendwann mal eine Jupiter-Enttäuschung. Also die ist auch bei den meisten schon in der Jugendzeit ziemlich angelegt, weil Jupiter und Saturn, die beiden, ja, ich sag mal, die kosmischen Schwellenhüter, die Aufgabe haben, uns zu uns zurückzuführen und anschließend in die Fülle, alle beide. Und wir, die meisten Menschen starten bei Jupiter. Ich möchte viel, ich möchte Fülle, ich möchte Reichtum, ich möchte Wohlstand, ich möchte Sinn, ich möchte Inhalt, ja, ohne dass sie bei sich sind. Und bei sich zu sein bedeutet, in sich drin zu sein, ja, im Garten der eigenen Seele. Das heißt, wir dürfen uns am Anfang unserer Entwicklung erst einmal zusammenziehen auf unser wesentliches Sein. Und Jupiter wirkt aber nicht zusammenziehend, der wirkt ausdehnend. Und da unsere Aufgabe als erstes ist, uns zusammenzuziehen, damit wir bei uns in unserer Mitte ruhen,
erleben wir eine Jupiter-Enttäuschung. Das heißt, wir erleiden entweder materiellen Mangel oder Mangel in der Sinnhaftigkeit. Ja? Also wenn ihr das mal beobachtet, die Menschen, die viel, viel Geld haben zum Beispiel, im Überfluss leben, mit dem goldenen Löffel schon geboren werden, die leben natürlich in der Kindheit und Jugend diesen Überfluss gerne mal exzessiv und erleiden dann irgendwann eine Sinnkrise. Es macht alles keinen Sinn. Ich bin so furchtbar satt. Das ist dann deren Jupiterkrise. Ja, und die anderen, die erleiden ganz oft ganz, ganz viel materiellen Mangel. Ja, da reicht das Geld immer nicht. Die haben immer die Furcht, die können die Miete nicht zahlen, Strom nicht zahlen. Die sind dann oft schon von viel Sinn erfüllt, ja, wissen um den Wert und den Sinn der Dinge, haben aber materiell extremen Mangel. Und das ist auch eine Jupiter-Enttäuschung. Die Fülle kommt nicht, ja. Und bei beiden Varianten ist das Anzeichen das, dass sie sich nicht zusammengezogen haben auf ihr wesentliches Sein. Und das tut Saturn. In der Jupiter-Enttäuschung gibt Jupiter quasi den Ball an Saturn, der alles Unwesentliche drumherum wegbricht, quasi die Jupiter-Enttäuschung noch unterstützt, bis nur noch das wesentlich Fundamentale von euch übrig ist, das natürlich sehr schmerzhaft ist, also so eine Saturn-Erfahrung ist heftig. Aber mit Saturn kommt ihr in dem Garten eurer Seele an, im Wesentlichen. Und mit diesem Garten eurer Seele könnt ihr dann Fülle erzeugen, materielle wie auch sinnhafte Fülle. Und dann kann, wenn ihr euch zusammengezogen habt, Jupiter wirken, wieder von innen nach außen, also ausdehnend. Denn Jupiter ist das ausdehnende Prinzip und damit etwas ausdehnend wirken kann, muss es sich ja erstmal zusammengezogen haben. Das heißt, ganz viele Menschen haben sich gar nicht zusammengezogen in sich drin, suchen Jupiter und er ist gar nicht da, weil der ist nicht da draußen. Der wartet an dem Punkt des Wesentlichen, damit er sich ausdehnen kann. Ja? Da draußen findet ihr Saturn, der von außen nach innen wirkt und sich zusammenzieht. Ja? Das ist das Spannende an diesen beiden. Die gehören zusammen. Und Steinbock ist das Saturnzeichen. Die haben Saturn ja als Schirmherr. Und das ist das ganz Spannende. Die kennen das Saturnprinzip, das sich zusammenziehen. Und alle Steinböcke haben jetzt die Chance, ja, dieses Jahr sich auf ihr Wesentliches zurück zu orientieren und von da aus, wenn sie so wollen, sich selbst neue Chancen zu kreieren. Also was ich damit sagen möchte, Jupiter schenkt euch das nicht, dass er kommt und sagt, ach hier hasse, mach was du möchtest damit, viel Spaß, ne? Sehen uns dann später. Der fragt, möchtest du das? Dann gehe da und da lang. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Jupiter ist ja Schütze-Qualität und wir haben ja jetzt gerade noch die Schütze-Sonne-Zeit. Schütze zwingt nicht auf. Schütze macht Angebote und zeigt dir eine Richtung und sagt, wenn du das und das möchtest, schau mal in die und die Richtung, vielleicht findest du dort etwas für dich. Ja, die geben quasi einen guten Rat. Das können die. Das kann dieses Prinzip, diese Qualität sehr, sehr gut. Ja? Und diese ganze Energie, die haben wir jetzt natürlich kollektiv so generell im Tierkreis. Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, Steinbock steht sehr stark für die ganz, ganz feste Materie. Und wenn Jupiter da reinkommt, dann kann generell sehr viel Fülle in die Welt kommen, ja, dann werden Dinge vergoldet, veredelt, denn Steinbock ist schon ein Zeichen, das auf das Wertige und Edle und Dauerhafte Wert legt, ja, also die mögen auch keinen Ramsch, keinen Schlons, keinen Müll, ja, das darf dann schon auch das Ausgewählte sein. Wenig, aber das Richtige ist denen ganz wichtig. Und ja, es ist eher karg, aber es gibt auch dekadente Steinböcke.
Ich stelle mir da immer so ein uraltes, großes, viktorianisches Herrenhaus vor, wo die Wände innen drin so mit Mahagoniholz verkleidet sind. Das ist ein Haus, in dem ein Steinbock sehr gut zurechtkäme. Also das hat auch Steinbocksqualität, Saturnqualität, ja. Und als nächstes kommt ja dann die Steinbocksonne ab dem 21.12. Wintersonnenwende. Und dann kommt eine ganz spannende Zeit wieder für uns. Dann kommen wieder Finsternisse. Der nächste Neumond, der als nächstes auf uns zukommt. Ich glaube am 26.12., ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, irgendwo da um Weihnachten rum, ist eine Finsternis. Und ich hatte ja schon gesagt, bei den letzten Finsternissen, dass die immer Hauptthemen zeigen. Ja, das wird dann wieder ganz besonders spannend. Da dürfen wir dann alle wieder ganz besonders gespannt schauen, wo diese Lunationen, diese sogenannten oder eben Finsternisse, diese Eklipsen bei uns hinfallen. Ja, aber das alles in 14 Tagen. Jetzt sind wir ja noch bei dem Vollmond. Ja, das ist jetzt noch so dieses Licht, dieser Vollmond ist jetzt noch so dieses Licht der Vorweihnachtszeit, das auch so ein bisschen sagen möchte, genießt jetzt noch so ein bisschen so die Weihnachtsmärkte, die Lichter, den Duft, ja. Es macht ja auch ganz viel Spaß, der Dezember ist ja ein total schöner Monat, also nach meinem Empfinden, ja. Und betrachtet das Schöne. Es kann jetzt alles schön wechselhaft betrachtet werden, weil wir hier auch die Pandora, den Asteroiden Pandora auf dem Mond draufstehen haben. Und Pandora ist der Asteroid des schnellen Wandels, des schnellen Wechsels. Also da, wo Pandora steht, möchte man sich immer wieder neu, immer wieder anders erfinden. Das bringt ganz viel Kreativität mit, ja. Also Pandora bringt die Abwechslung. Ihr könnt jetzt ganz, ganz die Dinge ganz, ganz abwechselnd anders betrachten. Ganz viel Facettenreichtum im Augenblick erkennen. Und das ist eine Zeit, die kann uns allen ganz, ganz, ganz viel mitgeben. Ja, meine Lieben, so viel zu den Energien des Vollmondes im Zeichen Zwillinge von mir. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich mich jetzt total verquasselt habe wieder. Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich viel zu viele Dinge mit reinfließen lassen, die irgendwie jetzt gar nicht so unbedingt jetzt in diesen Mond gehört haben. Aber ich lasse es jetzt so. Ja, es wollte jetzt genauso erzählt werden. Ich lasse es jetzt so. Ich gebe euch das jetzt so raus. Ja. Ja, und es ist für den einen oder anderen hoffentlich was Spannendes dabei. Ja, und wenn ihr ein persönliches Geburtshoroskop von euch zum Beispiel als Video haben möchtet, dann schaut mal unter das Video in die Infobox. Da findet ihr meine Homepage und da findet ihr alle Angebote von mir. Vielleicht möchtet ihr auch wissen, wo die Finsternisse stehen in eurem Horoskop, die jetzt wieder kommen. In 14 Tagen. Ja, und im Laufe der nächsten Woche, wahrscheinlich Ende nächster Woche, werde ich dann die allgemeine Legung für den kosmischen Energiespiegel 2020 hier auf diesem Kanal hochladen. Also, wenn ihr mögt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Ja. Und den könnt ihr dann auch wieder genau wie im letzten Jahr für euch buchen. Also das ist quasi eine Legung, eine astrologische Legung für jeden einzelnen Monat in Verbindung mit eurem Geburtshoroskop betrachtet. Ja, dass ihr quasi so eine Art kosmischen Jahresguide habt, der euch durch das gesamte 2020 begleitet. Ja, den könnt ihr auch jetzt schon per E-Mail bestellen. Es ist im Moment auf meiner Homepage davon noch nichts zu sehen. Das wird dann alles Ende nächster Woche kommen und ja, in der Weihnachtszeit zwischen den Jahren und den Januar über werde ich dann ja mich hauptsächlich für euch auf diese kosmischen Energiespiegel stürzen, so wie wir das auch letztes Jahr gemacht haben. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch eine ganz wundervolle Vorweihnachtszeit. Genießt die Lichter und habt ganz, ganz zauberhafte Feiertage. Alles Liebe, alles Gute.